Ein Haufen Gold und ein Spinnennetzzauber. Buch. Und noch ein Buch. Ah. Jo. Crave thou philately. Curses. Okay, und noch ein Berat-Paladin. Das war mal ein Berat-Paladin. I've got it. Und da kommen wir auch nicht weiter. Toll, ich habe eigentlich alles in diesem Schloss jetzt aufgebraucht. Ich komme nirgendwo durch. Ich bin wohltätig und ehrlich. Das bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Ich komme in dem Schloss einfach nicht weiter, weil ich die Tür nicht öffnen kann. Ich kann nur noch hier raus ins Hauptgebiet. In den Innenhof. Und dort werde ich gleich von den Truppen von dem einen begrüßt. Nicht wahr? Komm, lad mal. Yep. Definitiv nicht gut. Gut, ich habe noch zwei Möglichkeiten. A, ich versuche die Verrückte da unten zu bestehen, um an einen Schlüssel zu kommen. Oder sie zu töten und dann einfach an einen Schlüssel zu kommen. Zweite Möglichkeit. Nein. Ich verlasse die Festung, bis ich ein Level up habe. Und versuche dann mein Glück. Ich kriege übrigens, sehe ich gerade durch das Töten der ganzen Gegner hier keine Erfahrung. Was auch irgendwie sinnig ist. Wie ich schon mal gesagt habe, das war totales Versehen. Weil der eine Typ in der Zelle hat gesagt, die eine hat einen Schlüssel. Wenn ich dem raushelfe, kann er mir vielleicht zu dem anderen Typ helfen. Und wenn ja, dann kann ich hier weitermachen. Hey. Also wenn ich hier was rausklaue. Eda wurde beim Stehlen ertappt, ja. Wow, raus mit dir da. Wohoho. Die ist böse. Wo ist denn sie? Skelettzauberer? Okay. Wir leben. Etta steht wieder auf den Beinen, dank der zweiten Chance. Yes. Ach, sie ist da hinten. Following your lead. So, du hast drei Hymnen, dann bekämpfen wir mal Untote mit Untoten. How may I help? So. What? Erstmal das. Du versuch mal irgendwas umzuwerfen. Wow.
this thing isn't doing the job. Haut das Fleischkonstrukt kaputt, solange es ohnmächtig ist. So, und jetzt haut sie. Hi? Du am besten ordentlich. Lava will be on sea. So. Knochen und ein Zauberstab. Verrosteter eiserner Zellenschlüssel und ihr Zauberbuch. Mhm. Schwarze Katze. Katze streicheln. Katze hochnehmen. So, wir haben einen neuen Begleiter. Die schwarze Katze. Leider haben wir schon den schwarzen Hund. Tank der flinken Füße. Reißzähne. Das sind die komischen Typen, die uns da damals angegriffen haben. So, wie sieht unser Ruf aus? Wir sind immer noch ein Held, mir ist sich gut. Ein Goldtal. Sind ein bisschen kaputt. So, wer bist du? Das Gesicht dieses jungen Mannes ist schwer gezeichnet. Seine ausgemerkelte Gestalt steckt in einem abgenutzten Hemd. Zitternd beobachtet er dich mit einem Hoffnungsschimmer in den Augen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wirst du mir helfen? Bei den Göttern. Zu was sind die Leute in diesem Ort geworden? Er schaut nervös an dir vorbei zur offenen Zwölfe. Ich glaube nicht, dass ich mir den Weg freikämpfen kann. Wenn ich es recht verstehe, bist du hier gelandet, nachdem du die Burg zusammen mit Kolks und seinen Männern angegriffen hast. Ja, er schaut weg. Der Plan schien gut zu sein. Wir kamen ohne Zwischenfälle hinein und ich kannte den Weg. Im Kerker aber überraschten sie uns und die meisten von uns. Einige von ihnen wirst du schon gesehen haben, sie bekämpft haben. Zumindest ihre Körper, ihren Verstand aber nicht mehr, aber ihre Seelen. Die Frau da unten, Vatrix Beseelerin, ihr Name ist Osria. Ich habe sie manchmal ein Heilmittel erwähnen hören. Für Sredrik ruft sie oft zu sich, sie aber heilt niemanden, vielmehr verwandelt sie Männer und Frauen nur in Monster. Er schaudert. Ich sah, wie sie die anderen holte. Ich war mir sicher, der Nächste zu sein. Alof schüttelt den Kopf. Männer und Frauen wenden sich zur Heilung der Hohlgeburten diesem Übel zu. Oh, dieser Wahnsinn. Erzähl mir von Osria. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich meine, ich habe ein schlechtes Gefühl. Im Moment ihres Eintreffens wusste ich, dass sich alles verschlimmern würde, sagt er zitternd. Aus dem Umgang mit Beseelern kann nichts Gutes herauskommen. Oh, natürlich sind sie alle zusammen. Wächter. Sie ist diejenige, die sie umwandelte, die aus meinen Freunden Monstern machte. Sie würde das zum Wohle Goldhals machen, sagte sie. Giacco bald eine Faust. Wohl eher zum Wohle ihres Münzbeutels und ihrer kranken Neugier. Sie ist gefährlich und wer weiß, was sie sonst noch in ihrem Labor hat. Ich würde da nicht reingehen. Er hat etwas Überzeugendes an sich. Zauber, kein Zweifel. Osria ist tot. Überrascht steht Giacco scharf die Luft ein, bevor er erleichtert zusammensackt. Gut, sie hat viel Schlimmeres verdient. Vielleicht können ja die Leute, die sie verändert hat, jetzt, dass sie nicht mehr lebt, ins nächste Leben gehen. Das hoffe ich jedenfalls. Wie tapfer von dir, das ist mit dir aufzunehmen. Diese Beseele, man weiß nie, zu was sie fähig sind. Du bist frei, renn um dein Leben. Danke, Fremder, ich muss zurück zur Gabelung. Aber zuerst muss ich wohl etwas essen und mich ausruhen, er zögert. Wenn du dich in die oberen Stockwerke traust, sagt Nidmar bitte, dass ich noch lebe. Sag ihm, dass ich noch immer die Schnitzerei des bleichen Ritters habe, die er mir gab. Das sollte ihn überzeugen und vielleicht kann er dir irgendwie helfen. Viel Glück und mögen die Götter dich behüten. Okay. Tagebuch aktualisiert. Ich erschlug Osria, was es ziemlich unwahrscheinlich macht, dass sie mir bei der Suche nach Redrick helfen wird. Okay.
Die Frage ist jetzt, inwiefern hilft mir das? Oh, nebenbei, ich kann die Tür hier jetzt öffnen. Ja, stimmt, das war auch ein Bug, der behoben wurde. Inwiefern hilft mir das, oben in die in den Priesterquartieren weiterzukommen? Entweder habe ich es mir total verbaut. Ich frage mich, ob mir das wenigstens jetzt Erfahrung eingebracht hat, dass ich Kolks Mann befreit habe. Hat mir das Erfahrung eingebracht? Ja, ein bisschen. Der Ruf von Goldtal hat sich verbessert. A simple test. Aber ich komme hier trotzdem nirgends weiter, würde ich sagen. I've got it. Ich kann auch mit niemandem hier reden, ne? Hey. Lass uns weiterziehen. Von denen kann mir wahrscheinlich auch niemand etwas ordentliches sagen. Es ist so ein Vorschlag, was ich als nächstes tun sollte. Naja, du hast dir das Kommando. Was mich betrifft, so ist jeder Ort besser als Goldtal. Das ist alles. Ja. Es bringt einfach nichts. Ich komme nirgends rein. Gut, ich komme in den Burghof. Das bringt mir aber auch nichts. Das ist doch alles doof. Genauso frage ich mich immer noch, ob die Außenplattform hier irgendeinen Sinn hat. Oder ob die einfach nur dafür da ist, um da zu sein. Ich glaube, die ist einfach wirklich nur dazu da, um da zu sein. Und sonst habe ich wirklich alles erkundet. Die Seite, nur den Burghof eben nicht. Und die Sachen, die abgeschlossen sind. Außer in den Schädelaugen ist vielleicht noch etwas. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Found something. Bingo. Ah. Das hätte mir einiges. Dieser gebleichte Priester ist über einen Tisch gebeugt und von verstreuten Schriftrollen und Pergamenten umgeben, deren Inhalt er mit Hilfe eines dicken Monokels überprüft. Als du dich näherst, schaut er mit feuchten Augen auf. Also noch mehr Besucher. Du gehörst nicht zu den Akolyten. Und einer der Wächter bist du auch nicht. Seine Stimme klingt wie ein trockenes, leises Krächzen, was dich wenigstens zu einem Eindringling macht. Dazu hat dich wohl Kolz angestiftet, oder? Ja, junge Männer gegen die Verteidigungsstellung der Burg anrennen lassen. Das klingt ganz nach ihm. Er schüttelt seinen Kopf. Ach, würden doch meine Predigten solchen Eifer hervorrufen. Und dann doch bist du hier. Was willst du von mir? Eigentlich bin ich nur gekommen, um diesen Ort zu säubern. Du scheinst ja nicht viel von Kolz zu halten. Woher weißt du, dass ich im Auftrag von Kolz gekommen bin? Nicht mal musterte ich einen Augenblick lang stumm. Meine Augen mögen mich ja im Stich lassen, mein Verstand aber nicht. Kolks hat jeden Verbündeten rekrutiert, den er finden konnte.
und macht jetzt mit der Erstürmung der Burg ernst. Sein letzter Angriff ist noch nicht lange her. Und wie du sehen kannst, ist er katastrophal ausgegangen, wie ich vorher gesagt hatte. Kolax ist nicht bereit, manche Wahrheiten zu akzeptieren und versteht auch nicht, aus welchen Gründen Redrick immer noch an der Macht ist. Wenn er Redricks Festung einnehmen will, benötigt er meine Führung. Ich kann nur hoffen, dass er zuhört. Deswegen schickt er mich zu dir. Es ist wohl gut, dass sein Vorgänger die Erwartungen gedämpft hat. Du scheinst nicht viel von Kolax zu halten. Das ist es nicht. Ich stimme mit seinen Methoden einfach nicht überein. Wir kennen einander seit langer Zeit. Ich erinnere mich noch daran, als er ein junger Mann war. Das macht es noch viel schwerer, ihn auf diese Weise handeln zu sehen. Impulsiv, blind, nicht mal runzelt die Stirn. Trotz all seiner guten Absichten haben er und seine Anhänger mehr Schaden als Gutes bewirkt.